Nach dem Kaffee ist man immer ein bisschen müde. Ich lege das hier hin, genau, das mal runter. Ja, genau, also ich bin von der Firma Airteam und ich habe heute auch einen kleinen Koffer mitgebracht. Werde ich euch gleich zeigen, was da drin ist. Mein Name ist Moritz Jesch, genau, von der Firma Airteam. Wir sind eine Firma, relativ junge Firma. Wir digitalisieren Dächer mit Hilfe von Kameradrohnen. Das heißt, wir haben eine Software entwickelt, mit der wir quasi aus den Daten der Kamera ein Aufmaß erstellen können. Und wie das funktioniert und welchen Mehrwert Sie davon haben, das erkläre ich euch heute. Kann ich mal fragen, wer von euch alles schon mal eine Drohne geflogen ist? Einige. Wer davon ist schon eine Drohne bei der Arbeit geflogen? Einer nur. Okay. Also, vielleicht überzeuge ich ja die anderen auch, das bei der Arbeit zu tun. Genau. Drohnen im Allgemeinen sind ja bekannt. Ich glaube, jeder von euch weiß, was Drohnen, was die sind. Drohnen kann man benutzen für verschiedene Dinge. Hier zum Beispiel Pizzalieferungen oder Medikamentenlieferungen in Australien. Dann kann man Drohnen zum Beispiel, es gab feuerspuckende Drohnen, mit denen man quasi Gestrüpp von so Hochspannungsleitungen oder von den Masten entfernen kann. Bei der Polizei oder bei der Feuerwehr werden die auch benutzt, das heißt für einen Überblick von Großveranstaltungen zu verschaffen oder auch bei der Feuerwehr, um Brandherde mit Hilfe von Wärmebilddrohnen festzustellen. Bei Filmproduktionen sind sie auch gar nicht mehr wegzudenken, das heißt, die haben die Hubschrauber komplett ersetzt, das heißt, es ist ein Zeit- und Kostenfaktor, der da entstanden ist, das heißt, die sind relativ schnell aufgebaut und es muss jetzt kein Hubschrauber mehr in die Luft fliegen, um Aufnahmen für die Filmproduktion zu machen. Das heißt, wenn ihr euch einen Tatort anschaut, oder die Tagesschau, sind Drohnenaufnahmen, sind mittlerweile schon so gang und gäbe, dass ihr euch daran gewöhnt habt und gar nicht mehr, also das habt ihr schon akzeptiert. In der Logistik, genau, DHL hat Versuche gestartet. In Australien gibt es jetzt ein Modell von Google, die mithilfe von Drohnen Medikamente in Gebiete schaffen, die schwer zugänglich sind. Genau, und die Personenbeförderung, die entwickelt sich auch immer weiter. Volocopter ist eine Firma aus dem Bruchsal in Deutschland, die entwickeln halt mithilfe der Drohnen-Rotorentechnik auch kleine Hubschrauber, die Personentaxis werden sollen in Zukunft. Mal sehen, wo das hinführt. Was wir selber als Airteam gemacht haben, ist, bin zu weit gerutscht. Wir haben in den letzten 24 Monaten haben wir relativ viel rumprobiert, was man mit Drohnen alles machen kann. Wir haben mit dem Immobilienmarketing angefangen, das heißt klassische Drohnenaufnahmen, also Fotos und Videos. Dann haben wir Fassadenvermessung gemacht, Solaranlagenvermessung, Windkraftanlagenvermessung, Kraninspektion, also verschiedensten Geschichten. Und wir haben halt gemerkt, dass die Drohne an sich einen Mehrwert bringt für Objekte, wo man einfach mit der Hand nicht rankommt, die halt relativ weit oben sind. Und um es kurz einfach zu erklären, die Drohne kann alles, oder wir können mit der Drohne alles das vermessen, was man auch von außen erkennt. Das heißt, die ganze Gebäudehülle kann man vermessen. Das ist, das funktioniert mit so einem Fotogrammetrieverfahren. Jetzt können Sie sich das mal kurz durchlesen, warum Dachdeckerbetriebe jetzt gerade auf digitale Aufmaße setzen können. Nicht nur Dachdeckerbetriebe, auch andere Handwerksbetriebe. Wie ihr ja alle wisst, gibt es ja einen relativ großen Handwerkermangel und die jungen Leute haben auch Interesse, modernes Werkzeug in die Hand zu nehmen. Natürlich, der Beruf soll auch weiter attraktiv werden und attraktiv gemacht werden. Und da denken wir, dass es auch ein Schritt in die Richtung ist, auch mit digitalem Werkzeug zu arbeiten. Natürlich soll die Drohne, wenn es jetzt hier Gelächter gibt, natürlich soll die Drohne natürlich nicht den Hammer oder irgendwas wegnehmen. Das ist einfach nur ein extra Werkzeug noch mit dazu. Digitalisierung an sich. 81% der Handwerksbetriebe sind generell aufgeschlossen der Digitalisierung gegenüber. Natürlich ist die Frage dann auch immer wieder, was wir auch immer hören, die Umsetzung. Ja? Wie stellt man es an? Wie macht man es gerade, wenn die Auftragslage gut ist? Interessiert man sich eigentlich nicht dafür? Und als dritter Punkt ist quasi die Drohnentechnologie an sich.
Preise sind in den letzten 5 Jahren extrem gefallen. Die Drohnen sind kleiner geworden und die Technik ist besser geworden. Das heißt, die Kameras sind besser in den Drohnen, das Gewicht ist kleiner, man kann es wirklich in die Hosentasche stecken und mitnehmen und ist für jedermann auch erschwinglich. Hier mal, ich weiß nicht, ob Sie die Dachdecker von euch kennen, ihn vielleicht so Rainer Löber von Dachcut. Der hat mal eine Umfrage gemacht, welche Themen sind für euch am wichtigsten bei der Digitalisierung. Und da war die Aufmaßerfassung grafisch oder per Drohne auf Platz 1. Das spricht natürlich auch dafür, dass es da viel Interesse gibt bei dem Thema. Wer sind unsere Kunden? Ich habe es ja schon erwähnt, die Dachdecker sind unsere Kunden. Und das ist zum Beispiel der Timo. Und dann haben wir aber auch noch den Bodo, den Solarinstallateur, der auch unseren Service in Anspruch nimmt. Und die Petra, die Versicherungsgutachterin. So, ich fange mal mit dem Timo an. Der Timo hat einen Auftrag gekriegt, die Siedlung hier, die Dächer zu vermessen. Was macht Timo? Timo fährt los mit seiner Leiter hinten drinne und nimmt das Aufmaß eigentlich wie vor 50 Jahren manuell. Das heißt, er stellt die Leiter an, klettert hoch aufs Dach. Das ist natürlich einmal unsicher. Dann ist er mit seinem Kollegen oben auf dem Dach, mit dem Maßband, nimmt das Aufmaß und natürlich auch fehlerbehaftet. Dann macht er die Aufmaßzeichnung und überträgt die dann zu Hause im Büro und überträgt die dann in die Angebotssoftware. Genau. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass Timo für all diese Gebäude ein Angebot schreiben müsste, wäre das natürlich ein extremer quasi Arbeitsaufwand. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, dass es in 2019 eigentlich nicht sein kann, dass Timo immer noch mit der Leiter die ganzen Dächer da vermessen muss, sondern wir stellen ihm einen Service zur Verfügung mit Pilotennetzwerk und Drohnen, die und einer Software dazu, die die Aufmaße mit der Drohne auf dem Dach nehmen. Genau, wie es funktioniert, es geht mit der Datenerfassung los. Ich habe mich in der Mittagspause, während ihr schon gegessen habt, habe ich mich mit dem Kamerateam da draußen mal vor das Hotel gewagt. Und bevor du abspielst, warte mal ganz kurz, genau, und habe die Drohne aufgebaut. Was brauche ich dafür alles? Ihr wisst ja alles, Drohnen und Genehmigungen, das ist ja so ein Feld, wo sehr viel Unsicherheit auch herrscht. Ja? Für eine Drohne braucht man an sich erstmal keinen Drohnenführerschein, das heißt Kenntnisnachweis. Also alle Drohnen unter 2 Kilogramm, wie die jetzt hier zum Beispiel, brauchen keinen Kenntnisnachweis. Man braucht eine Plakette und man braucht eine Versicherung. Und dann kann man gewerblich oder privat mit der Drohne fliegen. Das heißt, was zu beachten ist, sind Sonderzonen. Das heißt, das sind Flughäfen, das ist Polizei, das sind Botschaften, das ist Feuerwehreinrichtungen. Ja, überall, wo auch anderer Flugverkehr herrscht, so da muss man aufpassen. Und dafür gibt es eine App von der DFS, von der Deutschen Flugsicherung. Die kann man sich einfach anschauen. Das habe ich auch gemacht. Habe geschaut, ob hier irgendwas ein Hubschrauber-Landeplatz ist oder ein Hospital oder sowas. Ist nichts. Das heißt, ich konnte hier fliegen. Das Einzige, was ich mir holen musste, war vom Hotel die Genehmigung, dass ich hier fliegen durfte. Weil es ist natürlich Privatbesitz. Das heißt, es sind privater Grundstückseigentümer und der Inhaber davon muss dem zustimmen. Das habe ich mir geholt. Ja? Die Frage war aber dann auch nur auf diesem Grundstück. Ich brauche das eigentlich nur für das Grundstück. Ich brauche das für den Grundstücksinhaber. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr wollt jetzt einen ganzen Wohnblock vermessen, wo jetzt 300 Parteien drin wohnen, dann brauche ich die Genehmigung von den Grundstückseigentümern. Das sind ja nicht die 300, die da drin wohnen. Wenn natürlich jetzt eine Einfamilienwohnung drin sind, dann Eigentumswohnung drin sind, da muss man sich nochmal extra Genehmigungen holen. Aber sonst reicht die Einverständniserklärung. Wir machen dann nochmal noch Aushänge quasi an der Tür, dass alle Bewohner wissen, jetzt findet ein Drohnenflug statt für eine Vermessung. Man will natürlich den Leuten nicht in die Privatsphäre reinschauen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Keiner will sich in die Wohnung reinschauen lassen. Ja? Und wenn die vorher Bescheid wissen, ist alles in Ordnung. Ja. Genau. Ich zeige euch auch ganz kurz mal, wie groß so eine Drohne mittlerweile ist. Ja? Das ist jetzt Modell von der Firma DJI. Ich will jetzt auch nicht großartig Werbung machen.
Ja, die Drohne, relativ klein und simpel, kann ich mir ausklappen. Mein Vortrag heißt ja auch der fliegende Meterstab, also ein Zollstock, muss man auch ausklappen. Hat so ein bisschen eine kleine Verbindung, finde ich. Vorne ist noch die Kamera dran, noch eine Schutzhülle. Genau, das ist eigentlich hier diese relativ kleine, simple Drohne. Wiegt 1 Kilogramm, hat eine schicke Kamera mit 20 Megapixeln und damit kann man eine halbe Stunde fliegen. Die steht sehr gut in der Luft. Und mit der bin ich jetzt auch vom Hotel geflogen. Ja, du kannst mal das Video abspielen. Da könnt ihr mal sehen, wie das ungefähr so aussieht. Genau. Das heißt, einmal wurde ich aufgenommen, wie ich die Drohne jetzt auch nochmal aufbaue. Es war wirklich sehr kalt draußen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich es aufs Dach hochklettern müsste. Mann, Mann, Mann. Ja, genau. Es gibt jetzt auch gleich nochmal eine Aufnahme von der, also von meinem Bildschirm. Das kommt auch gleich nochmal. Das seht ihr nochmal, wie der Flug dann quasi auch aussieht in dem Menü. Und ja, auf dem Parkplatz gestartet, hochgeflogen. Extra schön langsam für die Kamera. Das heißt, geht auch noch schneller. Genau, also was man halt nicht machen kann mit der Drohne bei Regen fliegen oder wenn es schneit natürlich. Ja. Ist nochmal so quasi die Bildschirmaufnahme. Da sieht man halt verschiedene Sachen hier, was ich gemacht habe. Ich fliege jetzt über die, also unsere Software quasi arbeitet mit dem System, Fotogrammetrisch-System. Man macht so einen bestimmten Modus, Point-of-Interest-Modus nennt er sich. Und von dem aus, den habe ich jetzt gesetzt, fliegt man genau in den Radius, wurde so ein bisschen geschnitten, deswegen ist das ein bisschen unklar, und macht alle paar Sekunden macht man Bilder. Das heißt, man hat überlappende Bilder, die Software dann einlesen kann und kann dann mit Hilfe dieser Daten ein 3D-Modell erstellen. Das kommt aber auch gleich nochmal in dem nächsten Video. Genau. Das heißt, ich habe eigentlich in relativ schneller Zeit, ja, bin ich rausgegangen mit dem kleinen Koffer, habe die Drohne ausgepackt und bin über das Dach geflogen und habe quasi die Bilder für das Aufmaß genommen. Ja, also das heißt, ihr seht jetzt auch nochmal an dem Beispiel, Live-Beispiel jetzt vom heutigen Tag, wie schnell das eigentlich geht. Das macht natürlich für das kleine Einfamilienhaus, macht das natürlich jetzt nicht Sinn. Ja? Da zählt ihr die Dachziegel und nehmt ungefähr ein Maß. Aber gerade bei allen größeren Gebäuden ist das sehr hilfreich. Genau, jetzt bin ich nicht auf dem Landepad gelandet, weil der Parkplatz auch so schön glatt war. Ja, jetzt kommt die Drohne nochmal runter. So, jetzt für die Kamera natürlich bin ich jetzt auf dem Landepad gelandet bei der anderen Aufnahme. Ja, ich hatte auch erst überlegt, die Drohne jetzt kurz hier drinnen starten zu lassen. Das lasse ich jetzt aber so. Mit dem Video ist das jetzt, glaube ich, jetzt alles klar für euch, wie das ungefähr funktioniert. Genau, wenn man die Datenerfassung gemacht hat, genau, das haben wir jetzt gesehen, kommt die Datenauswertung. Das heißt, wir bekommen dann die Bilder der Drohne zugeschickt und werten die aus. Was machen wir damit? Das ist sehr gut verdeutlicht hier in dem Video. Diese überlappenden Bilder erstellen ein 3D-Modell. Und das Erstellen des 3D-Modells ist jetzt auch kein Hexenwerk. Da gibt es verschiedene Software für, die man verwenden kann. Und aus dem 3D-Modell dann erstellen wir mit unserer eigenen Software ein vereinfachtes 3D-Modell. Das ist hier auch nochmal grafisch dargestellt. Das heißt, man hat alle möglichen Dachflächen und Dachlängen, Neigungen erkennt man dann auf dem Dach und kann das quasi bekommt das in digitaler Form als auch als PDF-Form. Der Bericht sieht dann folgendermaßen aus, das ist der PDF-Bericht, man bekommt verschiedenste Bilder von dem Bericht, an dem man sich orientieren kann und hier jetzt auf der linken Seite seht ihr, haben wir hier den First, genau, also alle verschiedenen Längenmaße sind da drauf, das heißt, es fehlt nicht an Informationen, das heißt, man hat hier die ganzen Längenmaße,
hier die Flächenmaße von allen Flächen und hier die Neigungswinkel. Lüftungsrohre, Schornsteine und alles Mögliche, was noch dazukommen soll, kann man natürlich auch mit beantragen. Das ist das Gute an so einem jungen Unternehmen wie von uns. So, mit uns kann man reden und wir erfüllen auch gerne irgendwelche Sonderwünsche. Das ist allerdings jetzt hier das Standardmodell des Berichtes. Dazu bekommt man, zu dem Bericht bekommt man noch ein 3D-Modell auf Wunsch von dem ganzen Gebäude. Das heißt, leider kann das Video jetzt nicht abspielen wegen dem Format, sonst würde es das jetzt rotieren. Das heißt, man kann quasi um das ganze Gebäude herum sich bewegen und kann sich bestimmte Teile des Gebäudes auch anschauen. Das ist ganz praktisch, wenn man mit verschiedenen Abteilungen auch zusammenarbeitet, wenn Zimmerer mit Dachdeckern, mit Maurern, mit Gerüstbauern, mit Architekten zusammenarbeiten, ist so ein 3D-Modell halt sehr hilfreich, um sich eine Orientierung und einen Überblick zu verschaffen. Man kann, genau, das ist leider schade, dass jetzt irgendwie die PowerPoint jetzt irgendwie nicht mit dem Computer hinhaut. Genau, man kann dann auch reinzoomen, rauszoomen, alle möglichen Teile. Es ist natürlich immer noch ein 3D-Modell. Das ist nicht 2D-Foto. Das ist jetzt nicht so hochauflösend, dass ich jetzt in jede Ritze reingucken kann. Aber es ist trotzdem, für einen Überblick reicht das. Und da gibt es auch bei den 3D-Modellen gibt's auch verschiedene Qualitätsstufen. Da gibt es geringere Qualität, wo die Auflösung nicht so hoch ist, oder höhere Qualität. Das kann man sich dann aussuchen. Genau, er fragt gerade, für die Schadensanalyse ist es wohl besser, irgendwie, um das detaillierter sehen zu können. Genau, das ist. Allerdings kann man quasi so eine direkte Schadensanalyse mit einem 3D-Modell nicht erstellen. Also ich komme dazu später nochmal. Wir haben noch was anderes entwickelt, was genau dafür auch gedacht ist. Genau, das ist hier ein SketchUp. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jemand das Programm. Das ist so ein freies Programm, mit dem man das vereinfachte 3D-Modell jetzt quasi selber nochmal vermessen kann. Das heißt, man kann sich da Maße holen, die vielleicht bei unserem Bericht jetzt einfach nicht drauf sind. Wir liefern aber auch andere Dateitypen, die zum Beispiel in Programme eingelesen werden können. Das ist nur ein Beispiel. Der Vorteil des Ganzen ist natürlich, spart Zeit und Geld, erhöht die Sicherheit und ist ein standardisierter Aufmaße. Ich habe da kurz ein kleines Zeit- und Kostenmodell mitgebracht. Das heißt, wir gehen mal von der Dachsanierung standardmäßig von 400 Quadratmeter Steildach innerstädtische Lage aus. Normalerweise werden dafür 2 körperlich fitte Mitarbeiter benötigt, die den Termin vereinbaren, zum Objekt hinfahren, das Aufmaß nehmen, wieder zurückfahren und das Aufmaß erstellen. Bei einem Stundenverrechnungssatz von 50 Euro kommt man bei den 2 Mitarbeitern auf ungefähr 10,5 Stunden. Das sind 525 Euro dafür. Wenn Sie jetzt sich entscheiden, das vielleicht mit der Drohne über uns einen Service zu machen, dann ist eigentlich eine halbe Stunde, die Sie dafür brauchen. Einfach nur uns Bescheid geben, was für ein Objekt das sein soll. Und wir schicken einen Piloten hin, der nimmt das auf. Und das würde Sie quasi eine halbe Stunde kosten. Und Sie ersparen sich 90% der Zeit. Und genau, auch noch 30% der Kosten. Das ist hier so eine richtig geile Verkaufsfolie hier, ne? genau, Thema Sicherheit. Genau, es gibt ja sehr viele Unfälle im Dachdeckerhandwerk auch. Das heißt, wenn wir von 100.000 Dachdeckern in Deutschland ausgehen, sind 10% gibt es Unfälle oder gab es Unfälle im Jahr 2016. 3 Todesunfälle leider. Und das ist uns natürlich auch im Herzen. Gerade bei der Aufmaßerstellung fürs Angebot sind oftmals keine Gerüste vorhanden und da geht man auch oftmals ein großes Risiko ein. Genau, und der Vorteil von standardisierten Aufmaßen ist natürlich erstmals auch die Glaubwürdigkeit vom Kunden. Angenommen, ein Kunde verlangt jetzt 4, 5 Angebote von den verschiedenen Dachdeckern, kommt natürlich, wenn man mit so einer Drohne ankommt und sagt, okay, das ist irgendwie über einen Algorithmus wird das gelöst, so das Aufmaß, kann man dem auch sehr gut vertrauen oder die Kunden finden das sehr gut. Die Genauigkeit, die Aufmaß, die wir liefern, sind so plus minus 10 Zentimeter. Wir können auch genauer, aber das kostet dann mehr. Das zeige ich dann auch gleich mal das Preismodell, das wir haben. Und ja, Marketing im Allgemeinen natürlich auch. Man kann natürlich die ganzen Modelle auch digital vermarkten, wenn man da Lust drauf hat als Firma. Genau, jetzt haben wir den Bodo, der macht die Solaranlagen. Der braucht natürlich auch Aufmaße von seinen ganzen Dächern.
Und nutzt das meistens schon in digitaler Form und muss die Hindernisse erkennen. Und da sind es jetzt zum Beispiel Lüftungsrohre oder Schornsteine, die wir dann erfassen und von denen aus er sich auch die Maße nehmen kann zur Dachkante für seine Solarpanels. Und da ist so ein dreidimensionales Modell sehr hilfreich, wo er sich die Solarpanels draufbauen kann, plus natürlich die Integration in die jeweilige Angebotssoftware, hier PV-Sol, mit der er quasi die Solarpanels aufs Dach baut. An der Schnittstelle sind wir gerade dran, die gibt es noch nicht, aber das ist, dauert nicht mehr lange. Da gibt es die Schnittstelle direkt quasi von dem Aufmaßreport, von der 3D-Datei in das Programm PV-Sol. Petra, die Gutachterin von der Versicherung, die nutzt die Drohne oder Drohnenfotos anders. Die braucht das für die Schadensabteilung und braucht in erster Linie hochauflösende Fotos von allen möglichen Dachteilen. Das können wir mit den Kameras zum Beispiel liefern. Ja? Man braucht jetzt keine riesige Drohne. Also die hat jetzt wirklich hier 20-Megapixel-Kamera. Das sind wirklich sind auch die Bilder, die man hier sieht. Das heißt, man kann auch sehr gut reinzoomen und hat eine sehr gute Qualität und kann das kann die Schäden danach beurteilen. Jetzt kommt genau, da komme ich auf die Frage drauf zurück, so ob man dann nicht einfach in dem 3D-Modell auch quasi genauer sich auch einen Schaden anschauen kann. Da entwickeln wir gerade ein Inspektionstool, das ist jetzt der Prototyp, wo wir quasi das 3D-Modell, also in dem Moment jetzt das Google Maps, mit den 2D-Daten verbinden, den Fotos, den hochauflösenden. Das heißt, man sieht genau, auf welcher Seite eigentlich das Foto aufgenommen wurde und kann das als Orientierung nutzen. Das heißt, wenn man hier draufklickt, kommt man zum Beispiel auf das Foto und könnte sich dann zum Beispiel Markierungen machen. Hier könnte man sich hinschreiben, ja, Blitzschutzanlage oder da ist ein Schaden, Schaden Nummer 1, 2, 3. Das kann man sich dann selber gestalten. Weil das ist wirklich gerade, die Frage war wirklich sehr interessant, so das ist wirklich das Problem, was viele haben. Viele wollen eigentlich mit dem 3D-Modell arbeiten, aber wenn sie reinzoomen, ist die Qualität einfach nicht gut, weil es ein 3D-Modell ist. Das ist ein digitales Modell, was nicht annähernd so hochauflösend ist wie ein Foto. Da arbeiten wir gerade dran. So, genau. Und Timo, Bodo und Petra haben die Möglichkeit, quasi, dass sie uns engagieren. Wir haben ein Pilotennetzwerk in ganz Deutschland, die für uns fliegen und relativ schnell zur Stelle sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass sie selber auch fliegen. Wenn wir engagiert werden, das ist das, womit wir angefangen haben. Das heißt, wir haben mittlerweile mehr als 500 selbstständige Drohnenpiloten in ganz Deutschland. Es gibt ja relativ viele, die alles Mögliche machen, von Filmproduktion über, was weiß ich, Rehe im Wald erschrecken. Und genau, also die arbeiten für uns und genau, die haben alle einen Kenntnisnachweis, einen Drohnenkenntnisnachweis, haben die entsprechende Drohne mit den technischen Spezifikationen und genau, das garantiert natürlich Sicherheit und minimale Kosten. Wenn ihr jetzt selber fliegen wollt, das haben wir jetzt quasi oft angeboten, das wird von vielen großen Firmen auch in Anspruch genommen. Das heißt, wir bieten so ein Komplettpaket speziell für Dachdecker oder in der Handwerksbranche, Bauleute, Solaranlageninstallateure, bieten wir ein Training an, inklusive Theorie und Praxis und Kenntnisnachweis von 2 Tagen. Das ist für alle ganz interessant, die noch nie was mit dem Thema Drohne zu tun hatten, die sich dafür interessieren, und da sind wir beratend auch tätig. Wir würden dann ein volles System verkaufen, muss aber auch nicht sein. Wenn ihr schon eine eigene Drohne habt, könnt ihr auch zu uns kommen. Genau, aber das wird oftmals auch von Firmen gewünscht, so, dass die einfach beraten werden wollen, welche Drohne passt genau für meine Bedürfnisse, und das machen wir dann. Frage war, welcher Preis wir liegen. Wir liegen bei dem Training, liegen wir, was 2 Tage dauert, bei 900 Euro. Genau. Und plus dann natürlich noch für plus Drohne, wenn man das noch dazu wünscht, plus Versicherung, das können wir auch noch alles machen. Genau. Das ist der Preis dafür. Hier auch nochmal kurz die Preise, wenn Sie jetzt selber fliegen sollten, kostet der Quadratmeter Dachfläche kostet 50 Cent.
bis zum 1000. Quadratmeter. Das heißt, 1000 Quadratmeter kosten 500 Euro und ab dem 1000. Quadratmeter kostet jeder dazukommende Quadratmeter nur noch 5 Cent. Wenn wir selber fliegen, ist das doppelt so teuer. Das heißt, jeder Quadratmeter kostet 1 Euro. Genau, und für den Inspektionsbericht nehmen wir 300 Euro bis zu 500 Quadratmeter und 800 Euro ab 500 Quadratmeter. Genau, die Abwicklung zeitlich ist quasi, wenn wir selber fliegen sollten, ist das innerhalb von 24 Stunden, haben wir quasi alles Rechtliche auch geklärt. Der Pilot, je nach Wetterlage, kommt vor Ort und führt den Drohnenflug durch und Sie erhalten dann quasi eine Woche später ungefähr den Bericht, je nach Größe und Komplexität. Das heißt, wir haben es natürlich zur Aufgabe gemacht, komplett automatisiert zu arbeiten. Wir sind aber natürlich noch nicht an dem Schritt so, dass es voll automatisiert ist. Das heißt, es gibt immer noch Tätigkeiten, Fotos teilweise noch aussortieren, manuelle Tätigkeiten. Deswegen dauert es teilweise etwas länger noch. Aber das Ziel ist, woraus es hinausgehen soll, ist, dass wir eine Software anbieten, die quasi von Ihnen selbst genutzt werden kann, wenn Sie die Drohnenflüge selber machen. Das heißt, es wird auch so ein Leihprogramm geben oder ein Kaufprogramm. Ja, dass wir das nicht mehr in-house machen, sondern dass es ausgelagert wird. Genau. Dächer, welche Dächer machen wir? Wir machen alle Dächer, kleine, große, flache, runde. Das spielt keine Rolle. Partner sind, wir arbeiten ganz eng mit den Innungen zusammen und auch dem ZVDH. Wir haben auch mit dem ZVDH quasi dieses Drohnen-Komplettpaket entwickelt. Genau, das halt so mit ein paar innovativen Dachdeckern, die da mit tätig waren. Und hier ist auch kurz nochmal das Team, die Gründer, Thomas Gorski und Gauthier Chapu. Der eine hat bei Coca-Cola gearbeitet, der andere bei Airbus, war Luftfahrtingenieur. Und ja, es gibt noch so, Cecilia macht Operations, dann gibt es noch Computer Visions Leute, die an der Software arbeiten. Was uns alle verbindet, ist quasi die Liebe auch zu den Drohnen. Ich selber habe vorher, ich bin ja gar kein Handwerker, ich komme ja aus dem, quasi, ich habe vorher beim Drohnenhersteller selber gearbeitet, im Marketing. So, das heißt also, ich bin jetzt eher in die Handwerksbranche gerutscht über die Drohne hinaus so, und finde es auch, bin ich gerade extrem spannend, was hier auch passiert und was wie viele Möglichkeiten es auch gibt, sich da auch weiterzuentwickeln. Genau. Was von uns kommt als Aussicht ist, das habe ich jetzt noch gar nicht doll angesprochen, das ist die Fassadenvermessung. Das heißt, von dem Dach gehen wir quasi in das komplette Gebäude rein. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr den ersten Prototypen auch haben, mit dem wir quasi das komplette Gebäude digitalisieren und vermessen können. Bisher haben wir uns wirklich nur aufs Dach spezialisiert. Und genau, gibt es denn erstmal noch Fragen? Ja. Genau, also die Frage war, ob man eine Drohne, wie war die Frage nochmal, ob man, man braucht keinen Kenntnisnachweis, ja, für die Drohne unter 2 Kilogramm. Das braucht man nicht. Man braucht aber zwingend eine Plakette, das heißt quasi wie so ein Kennzeichen, und man braucht auch die Versicherung. Das sind 2 Sachen. Das heißt, man ist ja versichert, falls es zu einem Schaden kommt. Ja. Das ist jetzt eine Info, die ist mir neu. Also so kenne ich so nicht. Ich selber habe ja auch einen Kenntnisnachweis. So, ich habe ja auch Das ist mir jetzt neu. Also kann sein, dass es jetzt ist. Müsste ich selber auch nochmal nachschauen. Aber so wie ich das weiß, quasi kann man die Drohne unter 2 Kilogramm kann man benutzen, gewerblich oder privat. Man braucht halt nur die Plakette, die Versicherung und aber die Frage ist ja, warum sollte man nicht versichert sein, wenn man eine Versicherung abschließen kann? Also, okay.
Noch weitere Fragen eurerseits? Genau. Ich wollte auch nochmal ein großes Dank sagen hier an das ganze Team. Ja, es ist jetzt der letzte Vortrag. Auch nochmal an die zwei Technikjungs, die wirklich die Pause mit mir dann noch verbracht haben. An Daniel und an Nils. Genau, nochmal Applaus an die und danke fürs Durchhalten.